Bei der vierten Ischgl Heroes Challenge gaben sich Prominente wie Schauspieler Hannes Jennecke, Kletterprofi Alexander Huber, Skisprunglegende Toni Innauer sowie die Skistars Christa Kinshofer, Leonhard Stock, Mario Reiter und Marc Girardelli einstellig ein. Auch Ende April mussten sie sich nicht zweimal bitten lassen, um ihre Skikünste in den Dienst der guten Sache zu stellen. Lustig, ich war jetzt gerade zu Hause zwei Wochen in Kalifornien und war surfen. Noch vorgestern stand ich noch auf einer zwar kleinen, aber netten Welle. Und das habe ich noch nie gemacht, direkt so vom Surfbrett auf die Ski. Bin gespannt, wird lustig. Und was hat Toni Innauer zur Teilnahme an der Heroes Challenge bewogen? Ja, ganz einfach. Die Möglichkeit, mit dem Marc Girardelli einmal auf die Ski zu gehen. Zum letzten Mal war das am Schnalztaler Gletscher vor ungefähr 30 Jahren, glaube ich, wo wir miteinander Skifahren waren. Und jetzt freue ich mich, dass wir sozusagen eine Saisonsverlängerung als Schneemensch hört man dann doch einmal irgendwann nach Ostern normalerweise auf, Ski zu fahren. Aber wenn man hört, dass es hier noch sehr gut geht, warum nicht? Was ein wahrer Sportler ist, dem geht es nicht in erster Linie um den Sieg. Naja, wenn ich mir die Startliste anschaue, wenn ehemalige Alpin-Profis dabei sind, dann muss man sich vom Siegesgedanken einfach mal trennen und sagen, dabei sein ist alles. Dass das erste Aufeinandertreffen der Heroes bei Österreichs jüngstem Haubenkoch Benny Part im Restaurant Stüver stattgefunden hat, war alles andere als ein Zufall. Ja, das beginnt ja am Vortag schon, dass man da richtig die Grundlage legen muss, ist eine richtige Wissenschaft. Und wenn man so einen guten Koch hat und wo man weiß, dass die Zutaten regional, frisch die besten sind, ist man sicher ein, zwei Zehntel schneller. Koch-Hero Benny Part weiß ganz genau, wie man Sportler kulinarisch auf Bestleistungen vorbereitet. Jetzt haben wir so natürlich ein bisschen sportlich ein paar Kohlenhydrate mit einbaut, damit sie morgen alle viel Kraft haben, damit sie morgen alle gut Skifahren können. Benny Part ist nicht nur einer der jüngsten zwei Haubenköche Europas, sondern wird auch heuer wieder bei Chefs Next Generation in Berlin dabei sein. Dabei handelt es sich um ein Gipfeltreffen der 10 besten Köche Europas unter 30 Jahren. Es ist natürlich eine große Ehre, dass man da dabei sein kann als einzigster Österreicher. Man hat ja ein bisschen das Land vertreten dabei. Ja, und dann schauen wir, wie es wird. Aber ich denke, das wird lässig. Lässig war auch das erste Zusammentreffen der Heroes mit ihren Teams in der Sonnenalm, wo auf einen tollen bevorstehenden Renntag und auf hohe Erlöse für die Rainer Meusch Stiftung Fly and Help angestoßen wurde.